Ein strahlendes Hallo. Ich grüße dich zu diesem neuen Video. In diesem neuen Video geht es um Homeoffice. Wie du als Vertriebler, Verkäufer, Verkäuferin oder halt auch als Selbstständiger, Selbstständiger im Einzelhandel Kunden gewinnst und auch behältst, kannst du ganz normal machen. Du musst nur deine Produkte online jetzt auf deiner Webseite anbieten oder Dienstleistung. Und wie du quasi deine Bestandskunden sowie auch Neukunden mit Empathie bei dir behältst, dass die quasi wieder offline, wenn wieder alles aufgemacht wird, zu dir kommen, habe ich quasi ein Webinar. Der Link ist unter der Beschreibung. Kannst du gerne dich kostenlos anmelden und wir sehen uns da. Es geht hier auch noch mal bezüglich nur über die Empathie, wie du quasi mit der Empathie deinen Bestandskunden sowie auch Neukunden gewinnst, ohne groß Akquise zu machen auf Social Media. Hier geht es um das Thema Homeoffice. Homeoffice in deiner Branche, in deiner Dienstleistung oder halt wie du auch deine Produkte jetzt quasi vermarkten kannst. Wenn du quasi jetzt einen Einzelhandel hast, der gerade zu hat, aber deine Kunden wollen bei dir kaufen, dann mach doch jetzt einen Online-Shop. Da muss ja nicht groß erstmal sein. Da kann ganz normal erstmal ganz klein anfangen. Du kannst mit WordPress und so weiter, es gibt ja so viele Shop-Systeme, wo du anfangen kannst. Du kannst ja quasi zu deinem Kunden sagen, du kannst jetzt zu deinem Bestandskunden sagen oder Neukunden sagen, du kannst jetzt meine Produkte kaufen, entweder liefern wir dir die Produkte oder es kommt per Post oder du stellst es quasi für deinen Kunden bereit und der Kunde holt es dann vor deiner Haustür dann ab, also quasi vor deinem Ladentür. Und du als Vertriebler kannst genauso agieren. Du kannst quasi Menschen anrufen, Neukunden bzw. auch Bestandskunden anrufen, egal in welcher Branche du bist. Und das ist doch die richtige Zeit, gerade für deinen Vertrieb zu sorgen, für deine Kunden zu sorgen und für deine Kunden auch da zu sein. Ich bin für meine Kunden auch immer da. Meine Kunden rufen mich auch an. Ich habe natürlich jetzt Zeitfenster mir gesetzt, wo ich jetzt mir auch sage, ich mache jetzt quasi die Kundenakquise, nehme die Sachen an, die Anrufe, aber dann habe ich auch Zeit für jetzt gerade dieses Video zu machen für euch, um das zu erläutern und das zu erklären, weil es ist doch gerade jetzt noch einmal effektiver Zeit, um deine Bestandskunden oder Neukunden zu kümmern. Und hier nochmal ein kleiner Tipp. Der Bestandskunde kostet dir gar nichts. Der bringt dir sogar Geld. Der Neukunde kostet dir mehr Geld, mehr Zeit von allem. Also agiere lieber mit deinem Bestandskunden, wie Neukunden zu generieren. Klar solltest du die Neukunden nicht außer Acht lassen. Aber konzentrier dich und fokussier dich auf deine Bestandskunden, weil die bringen dir Geld. Und da mit dem Geld kannst du quasi wieder Neukunden generieren. Genau. Ganz normal über Facebook oder Instagram mit einer Werbeanzeige. Oder halt auch offline mit Gutscheinflyern und so weiter und so fort. Das war das Thema zum Homeoffice und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wenn du Interesse hast, wie gesagt, Link zum Webinar ist in der Beschreibung. Und wenn wir
die Herausforderung weiterhin lösen sollen, dann kannst du mich auch gerne anschreiben, denn ich helfe dir auch für deine Lösungen. Vielleicht ist die individuell, dann kann man das individuell anpassen. Genau. Ich wünsche dir noch was. Einen schönen Tag.